Auberginen sind was Tolles, aber gerade bei kleinen Kindern haben sie leider ein sehr, sehr schlechtes Image und auch Erwachsene wagen sich oft noch nicht so richtig ran an dieses wunderbare Gemüse. Das liegt, glaube ich, daran, dass Auberginen, wenn man sie falsch verarbeitet, oft sehr, sehr bitter schmecken können. Doch glücklicherweise gibt es da einen Trick, der genau das verhindert und den will ich euch heute zeigen. Dazu schneidet man die Auberginen zunächst in etwa 1 cm dicke Scheiben und bestreut sie mit Salz. Und dieses Salz hat eine osmotische Wirkung. Das bedeutet, es entzieht der Aubergine die Flüssigkeit, also quasi den Fruchtsaft und damit auch die Bitterstoffe, die in der Aubergine drinstecken. Natürlich kann man so nicht alle Bitterstoffe entziehen und ein paar werden sicher noch in der Aubergine drinbleiben, aber man schmeckt einen deutlichen Unterschied vorher und nachher. Diese Flüssigkeit, die sich nun oben auf der Aubergine ansammelt, die kann man ganz bequem unter dem Wasserhahn abspülen. Jetzt kann man die Aubergine einfach so weiterverarbeiten, wie man es gewohnt ist. Also immer gut durchbraten und mit dem Fett ein bisschen aufpassen, denn Auberginen wirken wie Fettschwämme. Und so steht einem Auberginengenuss ohne bittere Momente nichts mehr im Weg.